Währungsreform in Venezuela. Präsident Nicolas Maduro zieht die Reißleine. Er nennt es Befreiungsschlag. Das von massiver Misswirtschaft und einer Hyperinflation geplagte Land hat am Montag einen Währungsschnitt bekommen. 5 Nullen werden gestrichen. Aus 1 Million alter Bolivar sind 10 neue geworden. Der Wert entspricht damit dem Schwarzmarktpreis des Dollar, der aber als Leitwährung abgelöst wird. Gekoppelt ist das neue Geld an die am Ölpreis orientierte Kryptowährung Petro, die allerdings direkt von Maduro kontrolliert wird. Um den Schock zu dämpfen, wurde der Mindestlohn von weniger als 1 Euro auf etwa 27 Euro angehoben. Mehrwert- und Körperschaftssteuer wurden erhöht. Eine weitere Kuriosität des sozialistischen Ölförderlandes wird abgeschafft. Bisher war Benzin praktisch umsonst. 1 Million Liter kosteten 1 Euro. Die Regierung rechnet mit Verlusten von 15 Milliarden Dollar durch Benzinschmuggel. Registrierte Regierungsanhänger, Sozialhilfeempfänger und der öffentliche Nahverkehr sollen aber weiter subventioniert werden. Kritiker meinen, die Streichung der Nullen werde gegen die rasante Inflation nicht helfen, weil die Ursachen nicht bekämpft werden. Und auch der Petro könnte in solchen Mengen hergerechnet werden, bis auch er Opfer seiner Regierung wird.